Und damit herzlich willkommen zu SWR Sport, wo wir uns natürlich mit den punktlosen Mainzern am Tabellenende befassen nach dem 1:6 in München. Wir wollen aber beginnen mit dem Drittliga-Derby, auf das alle gewartet haben. Wir freuen uns auf Kaiserslautern wieder mal gegen Waldhof Mannheim. Dazu bei uns zu Gast FCK-Angreifer Christian Kühlwetter. 22 Jahre haben wir gewartet, dass mal wieder ein Ligaspiel zwischen Kaiserslautern und Mannheim stattfindet. Beide haben letzte Woche ihre Partien in der Liga spektakulär gewonnen. Wie es heute lief, sagt uns Florian Winkler. FCK-Trainer Sascha Hildmann versuchte im Vorfeld den Derby-Hype von seinem Team fernzuhalten. Hier geht es um 3 Punkte. Trotzdem weiß jeder Spieler um die Bedeutung. Und die sieht man und spürt man auch direkt zu Beginn. Knapp 37.000 sorgen für den nötigen atmosphärischen Rahmen. Lautern in Rot mit der gleichen Elf wie gegen Zwickau und erstmal ohne Neuzugang Lukas Röse, aber direkt drin im Spiel und mit Volldampf über Thiele. Timmy Thiele. Erstes pfälzisches Hallo wach nach 8 Minuten und Waldhof-Keeper Königsmann. Ganz starke Reaktion. Kaiserslautern setzt die Gäste weiter früh unter Druck, zwingt sie zu Fehlern. De Wil, der Ex-Lauterer, bedient hier unfreiwillig Christian Kühlwetter. Lauterns Kapitän sucht schnell den Abschluss. Dann mal die Gäste aus Mannheim. Und zwar schnell, schnörkellos und direkt. Soleimani. Versetzt, geschickt, erst Kraus, dann Hercher. Und er hat noch den Blick für Korte 0-1. Ausgerechnet Gianluca Korte, der Mann aus Schifferstadt. Da völlig unbedrängt einköpfen, denn Starke läuft nur hinterher, Schad zu zögerlich. Und ein ganz starker Ball von Soleimani. Sascha Hildmann mit früher Aufbauarbeit. Die Pfälzer davon aber unbeeindruckt spielen weiter nach vorne. Da ist Dominik Schad. Der hat Platz und genauso wie Thiele. Timmy Thiele versucht es mal artistisch. Und genau sowas wollen die FCK-Fans sehen. Eine Reaktion. Und Lautern dazu mit Leidenschaft, mit Willen, mit Tempo. Alles dabei und immer wieder über Timmy Thiele. Fast alle FCK-Offensivaktionen laufen über Lauterns Nummer 9. Die anschließende Ecke Starke und der findet Kraus. Ausgleich. 34. Minute. Und der ist absolut verdient. Und jetzt haben wir hier auch Derby-Stimmung in Rheinform. Der FCK ist dran geblieben nach dem Rückstand, hat sich belohnt. Kevin Kraus schraubt hier seine 1,90 Meter mit Wucht nach oben. Keine Chance für Königsmann. Kurz vor der Pause. Kaiserslautern bleibt dran und gefährlich. Über Christian Kühlwetter, sehr fleißig. Mannheim defensiv, zu unbeweglich. Starke, und da ist wieder Kühlwetter. Intensive erste 45 Minuten, in der seine Mannschaft deutlich mehr vom Spiel hat. Und der FCK auch in der zweiten Hälfte weiter mit viel Selbstbewusstsein in diesem Südwest-Duell. Und immer wieder über die rechte Seite. Schad. Robust gegen Konrad. Lauterns Rechtsverteidiger bleibt dran. Und Schulz im letzten Moment. Glück für die Waldhöfer. Aber stark durchgesetzt von Dominik Schatz. Über den viele Aktionen laufen. Und Kühlwetter und Bachmann beide in Lauerstellung. Hildmann leidet. Die Partie für ein Derby bislang nicht überhart. Kühlwetter gegen Segert. Trifft Mannheims Innenverteidiger ganz unglücklich im Gesicht und sieht dafür zu Recht gelb von Schiedsrichter Hartmann. Christian Kühlwetter heute ja wieder Kapitän. Hemmlein nur auf der Bank. Knappe Viertelstunde in Halbzeit 2 vorbei. Und wenn es offensiv wird, dann über den ersten FC Kaiserslautern. Thiele, der sich auf rechts richtig wohlfühlt. Feiner Pass auf Kühlwetter. Da ist er, Christian Kühlwetter zum 2-1. Nein! Die Riesenchance für den Gastgeber. Top vorbereitet von Timmy Thiele. Und Königsmann bleibt cooler als Kühlwetter.
dann doch mal wieder die Gäste mit neuem, frischen Mut. Und Christiansen, heftig gestoppt von Florian Pick. Klare Sache für Schiri Hartmann. Freistoß Mannheim. Und Sascha Hildmann mit Sorge die eigenen Chancen nicht genutzt. Jetzt mal wieder der SVW per Standard. Dorian Düring. Kein Mitspieler der Blauen mehr dran, aber der war richtig gefährlich. Und Lautern versucht es weiter über den schnellen Florian Pick. Von keinem Blauen zu stoppen. Und Timmy Thiele, der hat Platz und Zeit. Aber eben ohne die nötige Feinjustierung. 70. Minute, klasse Spiel von Timmy Thiele. Dem der Ball noch ganz leicht verspringt. Aber die Mannheimer sind jetzt definitiv besser im Spiel und auch mit mehr Zug nach vorne unterwegs. Der eingewechselte Coffee lässt die lautere Abwehr richtig alt aussehen. Und da kommt Diering, der ist völlig frei. Kraus rettet in bester Betze-Manier. Aber es geht noch weiter. Mannheim bleibt dran und setzt die Pfälzer weiter unter Druck. Max und wieder Kraus. Die Bilanz von Kevin Kraus. Tor gemacht, Rückstand verhindert, volle Punktzahl. Und dann ist es soweit für Neuzugang Lukas Röser. Er kommt in der 74. Minute zu seinem FCK-Debüt. Der Stürmer soll offensiv für neue Impulse sorgen. Der Plan funktioniert nicht richtig, denn Mannheim mit einem druckvollen Schlussspurt über Christiansen. Und immer wieder suchen sie Kevin Coffee. Die Kurpfälzer arbeiten sich ran an die erneute Führung. Weil den Pfälzern langsam aber sicher der Saft ausgeht. Und der SV Waldhof will es nochmal wissen. Der eingewechselte Ferrati und wieder Coffee. Aber es bleibt beim 1:1 in einem umkämpften Südwestderby, in dem die erste Hälfte klar dem ersten FC Kaiserslautern gehörte, aber Mannheim zum Schluss dem Sieg näher war. Wir hätten das Spiel auf jeden Fall gewinnen können und das wollten wir auch. Aber leider haben wir in der zweiten Halbzeit halt nicht mehr genau das umgesetzt, was wir wollten. Und deswegen haben wir heute leider nur 1:1 gespielt. Trotz eines nicht unwichtigen Derby-Zählers und zuletzt 4 Punkten aus 2 Spielen steckt Kaiserslautern im Tabellenmittelfeld auf Rang 10 fest. Und weitere Interviews, Hintergründe finden Sie auf swr.de Sport. Und ich begrüße nochmal ganz herzlich Christian Kühlwetter. Schön, dass Sie hier sind. Danke. Kapitän heute beim ersten FC Kaiserslautern. Muss man erstmal schaffen, so schnell wie Sie sich da etabliert haben, sind ja Rheinländer, in Bonn geboren, in der Jugend des ersten FC Köln gespielt. Ist das heute trotzdem für Sie ein ganz besonderes Spiel gewesen? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja jetzt schon die 4. Saison hier für mich beim 1. FC Kaiserslautern. Und dadurch hat man schon einige Derbys, auch damals schon in der 2. Mannschaft habe ich damals noch Regionalliga gegen Waldhof Mannheim gespielt. Und natürlich jetzt 1. Mannschaft ist das noch was ganz anderes, in der 3. Liga das Derby. Und das hat man auch die letzte Woche gemerkt, was darum alles passiert ist. Viele Gespräche geführt, viel gelesen und ja, ist was ganz Besonderes. Ist eine Menge passiert auf dem Rasen auch. Mit welchem Gefühl sitzen Sie jetzt hier? Ist das 1:1 zu wenig oder können Sie damit letztlich auch als Mannschaft leben? Wie war das in der Kabine nach der Partie? Ja, schon ein bisschen enttäuscht gewesen. Wir hätten lieber natürlich gewonnen. Jeder möchte lieber gewinnen, aber ich glaube, wenn man den Spielverlauf sieht, kann man mit den 1:1 zufrieden sein. Trotzdem, mit der 2. Halbzeit sind wir nicht zufrieden. Da hätte mehr kommen müssen, besonders am Ende. Wir hätten unsere Torchancen nutzen müssen und genauso hätte aber auch Mannheim am Ende noch ein Tor schießen können. Von daher nehmen wir das 1:1. Das Spiel war heute Mittag. Sie hatten inzwischen viel Zeit nachzudenken. Sie hatten eine Fahrt von Kaiserslautern nach Mainz. Kommen da die Gedanken nochmal vielleicht zu der ein oder anderen Torchance, die auch Sie in dem Spiel hatten, was Sie vielleicht hätten besser machen können? Ja, wir haben es ja gerade nochmal gesehen, die Torchance von mir, da wo ich 1:1 auf dem Torwart laufe. Schauen wir, die können wir uns anschauen. Haben wir natürlich vorbereitet hier. Was ist mit dem linken Fuß eigentlich?
Ja, gut, jetzt sagt man es so einfach, aber ich dachte, dass der Verteidiger weiter an mir dran bleibt und nicht einfach stehen bleibt und die Hand hebt. Aber wenn ich jetzt das sehe, klar, muss ich auf den linken Fuß legen und dann in die lange Ecke. Ist der linke Fuß gut genug? Auf jeden Fall. Reicht dafür. Sind Sie so ein Typ, der sich da jetzt viele Gedanken macht nach so einer Gelegenheit, die Sie nicht nutzen, oder können Sie das sehr schnell abhaken? Nein, natürlich habe ich mich nach dem Spiel geärgert und heute vielleicht immer, jetzt gerade auch noch, wo ich die Szene sehe. Und habe auch vor 2 Wochen eine Großchance gegen Braunschweig vergeben. Oh ja, wo ich, erinnern uns, ja. Ja, wo ich, das wäre das 1-0 für uns gewesen. Ich glaube, das wäre noch wichtig, das wäre vielleicht dann auch anders ausgegangen, das Spiel. Aber man muss das abhaken und nächste Woche ist schon wieder ein neues Spiel. Oder bei uns jetzt am Mittwoch ist schon wieder ein Pokalspiel. Und da muss man eben weitermachen. Was können Sie effektiv tun, um ja, konstanter zu werden, um diese Gelegenheiten öfter zu nutzen? Nicht nur Sie, sondern die ganze Mannschaft. Immer weiter hart trainieren. Man muss immer wieder dranbleiben. Man muss ein paar Minuten extra auf dem Platz bleiben. Und wenn die Mannschaft reingeht, vielleicht nochmal ein paar Torabschlüsse draußen auf dem Platz machen. Vieles für sich machen. Wer hilft Ihnen da am meisten? Gibt es jemanden aus der Mannschaft oder aus dem Trainerteam, der Ihnen ganz konkret auch hilft? Miro Klose macht das in der Nationalmannschaft für die Stürmer zum Beispiel. Ja, mit Bugera bin ich da in Kontakt und als Co-Trainer. Und auch unter Stürmern, unter sich redet man. Da machen wir mal eine Challenge nach dem Training. Oder und das Wichtigste ist auch, dass man jede Trainingsübung auch 100% angeht und nicht mal sagt, okay, jetzt heute habe ich mal nicht so Lust, dann lasse ich es mal einfach so laufen, sondern dass man wirklich 100% in jeder Übung macht. Sind Sie auf die Position festgelegt, jetzt ganz vorne zu spielen, oder ist es Ihnen auch, Sie haben ja auch schon alles gespielt, offensives Mittelfeld, Flügel, gibt es eine Lieblingsposition für Sie? Am liebsten spiele ich da, wo der Trainer mich aufstellt. Nein, natürlich ist Sturm meine Position. Da habe ich auch beim 1. FC Köln die ganze Jugend gespielt. Aber ich habe genauso jetzt auch im DFB-Pokal oder auch in den anderen Spielen davor auf der 8 gespielt oder 10er Position. Klar, aber am wohlsten fühle ich mich natürlich im Sturm vorne. Eine Frage war ja rund um dieses Derby auch, was machen die Fans? Es gab ja reichlich Provokationen auch, letztlich von beiden Fanseiten. Man hatte schon Sorge, dass einiges passiert, aber zum Glück können wir festhalten, dass rund um die Partie alles sehr ruhig geblieben ist, viel ruhiger als man dachte. Es gab einen verletzten Polizisten, es gab Pyrotechnik, das ist unvermeidlich, aber immerhin, das ist alles glimpflich ausgegangen. Und jetzt wollen wir natürlich sehen, wie die Atmosphäre im Stadion war, und das sagt uns ein Mann und zeigt uns ein Mann, der Top-Atmosphäre am Betzenberg schon viele Jahre in der Bundesliga erlebt hat, nämlich Bernd Schmidt. Eine solche Choreografie hat das Fritz-Walter-Stadion noch nicht gesehen. Fast durch die ganze Arena. Kaiserslauterns Spieler sind ergriffen, als sie in dieser Atmosphäre einmarschieren dürfen. Wir haben einfach so geile Fans und so ein geiles Stadion. Das muss uns eigentlich so brutal tragen. Ich hatte Gänsehaut mehr wie einmal und ganz tolle Sache. Das Problem ist die vom 1. FC Kaiserslautern genehmigte Wortwahl. Vom Tod ist hier die Rede. Ein paar Minuten später noch im Pyronebel vom Verrecken. Die Staatsanwaltschaft bewertete das im Vorfeld auf FCK-Anfrage nicht als Beleidigung, sondern als Akt der Meinungsfreiheit. Die Antwort aus dem Mannheimer Fanblock, moralisch genauso verwerflich, aber offensichtlich der Zeitgeist. Beide Fanlager schaukeln sich gegenseitig hoch. Erstligastimmung, Fußball wie er lebt, positiv. Aber dass es in diesem Land ein Vermummungsverbot gibt, interessiert offenbar keinen. Der Führungstreffer für Waldhof verändert die Stimmungslage. Grenzenloser Jubel auf der einen, grenzenlose Enttäuschung auf der anderen Seite. Aber die FCK-Fans schnaufen nur mal kurz durch, wissen, was ihre Mannschaft jetzt braucht. Das 1:1. Das ist dritte Liga. Unglaublich. Für die dritte Liga ist es eigentlich nicht würdig. Es gehört definitiv in die Bundesliga. Und da nochmal Riesenchapeau an die Fans. Es war wieder Weltklasse heute. Die Mannheimer Fans können mit dem 1:1 besser leben. Für die Lauterer ist der eine Punkt zu wenig. Aber am Ende feiern sie ihre Mannschaft dafür trotzdem. Die sind ja auch sensibel. Die haben ja gesehen, dass wir alles gegeben haben. Ich stehe da und bin einfach ein bisschen geknickt, weil ich verdammt nochmal gewinnen wollte heute. Das wäre überragend gewesen für alle heute. Da sieht man mal, was hier möglich sein kann. Aber dazu müssten wir auch weiter oben spielen. Gewalt fand heute zum Glück nur verbal statt. Auch auf den Zuschauerrängen gab es keine Sieger und keine Verlierer.
Ja, leider wurden auf den Rängen wieder einige Grenzen überschritten, aber es bleibt natürlich unterm Strich trotzdem hängen, was für eine unglaubliche Atmosphäre im Fritz-Walter-Stadion herrschen kann. Wie ist das? Ich glaube, wir wissen das alle hier nicht wirklich im Studio. Wie ist es, vor 37.000 Menschen zu spielen? Ist das anders als vor 200 und wie? Ja, natürlich ist es anders. Das ist erstmal viel lauter. Man kann sich kaum unterhalten auf dem Platz. Kommunikation geht fast gar nicht. Und ja, und es ist einfach, wenn du da aus dem Spielertunnel rauskommst und dann siehst du diese Choreo, das ist also Gänsehaut, also durchgehend. Wir haben so beim Training schon mal so ein bisschen gesehen, was da so rumliegt und alles, aber ja, was dann daraus entstanden ist, ist Wahnsinn. Was die Fans da auf die Beine gestellt haben und was dahinter steckt, das ist schon echt Wahnsinn. Das interessiert mich einfach. Sie haben A-Jugend-Bundesliga gespielt, Oberliga, Regionalliga, müssen sich jede Liga quasi hart erarbeiten. Jetzt hat man da ja fast Bundesliga-Atmosphäre in Kaiserslautern. Verändert das auch so die Einstellung zum Spiel? Ist man motivierter? Ist man nervöser? Sind Sie aufgeregter als früher zum Beispiel beim Oberligaspiel? Jetzt heute war ich schon wieder sehr aufgeregt vorm Spiel. Normalerweise geht es jetzt mittlerweile, aber vor so einem Spiel, wo so viel hintersteckt, wo die Fans so richtig mitgehen und alles, da war ich schon sehr nervös. Aber das hat sich mit dem Abpfiff gelegt. Und Anpfiff. Mit dem Anpfiff gelegt. Und nein, im Spiel hört man dann zwischendurch nochmal die Fans und sowas, aber man ist so im Tunnel und ja, man muss dann seine Leistung bringen, aber natürlich, das pusht enorm und ist schon was anderes, als wenn man vor 200 Zuschauern in der Oberliga spielt. Ja, da muss ja dann jeder Profi irgendwie mit klarkommen, ja? Je höher die Liga, auf einmal sind diese Massen von Zuschauern da. Gibt es persönliche Kontakte? Kommen Leute auch vorher in so einer Woche auf Sie zu und sagen, jetzt haust du aber einen raus, vielleicht sogar als Captain, gebt alles für uns. Gibt es diese Kontakte oder findet das mehr so im, ja, weiß nicht, Mund zu Mund, statt dass man hört, ja, die planen dies, die planen das? Ja, man hat schon so ein, zwei Leute, die dann schon mal auf einen zukommen und sagen, okay, jetzt Wochenende ist Derby, ihr wisst, was das heißt und das gab es seit 18 Jahren nicht mehr oder seit 20 Jahren und ja, das hat man auf jeden Fall gehört diese Woche und auch vor anderen Spielen ist das auch, wo Leute dann beim Essen mal auf einen zukommen und sagen, oh, Wochenende muss jetzt wieder besser laufen oder die Torschance kann man schon mal machen oder so, also nein, das ist klar, aber alles im Rahmen, also alles nett und jetzt keine Beleidigung oder sonst was. Sie sind ja 96er Jahrgang. Ist für Sie Kaiserslautern eigentlich noch ein großer Club? Ich meine, 96 war Lautern Pokalsieger, 98 dann Deutscher Meister. Lange her, aber nehmen Sie den Club noch als was ganz Großes wahr? Auf jeden Fall. Also ich habe sogar ein Praktikum beim 1. FC Kaiserslautern gemacht für die Schule und da habe ich dann auch viel immer schief rumgekramt, musste ich. Und da hat man es auch gesehen. Nein, natürlich auch vom Erzählen und früher im Fernsehen viel gesehen. Und natürlich ist das ein großer Verein. Und man merkt das auch bei den Fans und was da alles hintersteckt und alles. Und dass Sie sehr beliebt sind bei den Fans, das haben wir zum Beispiel ja auch beobachten können beim Verbandspokalfinale gegen Wormatia Worms. Klingt gar nicht spektakulär, hat aber die erste Pokalrunde gebracht gegen Mainz 05. Bernd Schmidt über unseren sehr beliebten Studiogast. Selfie mit dem Pokalsieger. Christian Kühlwetter schießt den FCK alleine zum Verbandspokalsieg. Er weiß, wo das Tor steht. Viel mehr weiß er nicht. Wie hoch ist das Tor? Kann ich nicht genau sagen. Und wie breit auch nicht? Nee, auch nicht. Nee. Nee. Ist auch egal, oder? Ja, ist egal, solange der Ball drin ist. Völlig überraschend hat er sich in der vergangenen Saison zum Torjäger Nummer 1 beim FCK gemausert, hat den Sprung aus der Oberliga ohne Anpassungsprobleme beeindruckend gut gemeistert. Seine Spielweise passt zum FCK. Die Fans lieben ihn, auch weil er mit Emotionen fast noch besser spielen kann als mit dem Ball. Ja! Und in Ratespielen trifft er auch. Wer bin ich? Ich bin in Kaiserslautern geboren. Ich habe bei Alemannia Aachen gespielt. Ich gehe gerne angeln. Kann doch eigentlich nur der sein. Hoffentlich machst du es falsch. Sascha Hildmann, ne? Echt? Auch wenn das Torjägerleben manchmal triste Momente parat hat, die rheinische Frohnatur Christian Kühlwetter kann so schnell nichts umhauen. Ja, man könnte als Stürmer natürlich schon mal wissen, wie groß ein Tor ist. Ja, haben Sie die Hausaufgaben inzwischen gemacht? Wissen Sie es? Also ich sag's einmal für alle zum Mitschreiben, 7,32 mal 2,44. Aber gut, 7,32, 2,44. Vielleicht klappt es dann noch besser.
mit dem Vollenden vorm Tor. Ne? Kann sein. Aber Sie wissen, wo die Kollegen gespielt haben. Kleiner Test nochmal dazu. Sind ja heute eine kleine Quiz-Sendung hier. TB Berlin, Rudo, Hertha, Gropiusstadt. Sie können den Namen schon sagen, ne? Wenn Sie es wissen. Werder Bremen, Schalke, Aachen, alles der gleiche Spieler. BVB, Wiedenbrück, Oldham, Burton, Jena, Timmy Thiele. Ja, jetzt wissen Sie es. Ja, jetzt. Ich sage, 27 Vereine aufgestellt. Ja. Aber, also sie konnten gar nicht schalten. Spricht man darüber nicht? Wer wo wie gespielt hat, wie war es auf Schalke, wie war es in der Jugend beim FC oder wie auch immer? Ja, wenn man jetzt so einen Spieler mal verfolgt, dann geht man bei Kicker mal drauf und guckt, okay, wo hat er schon gespielt? Ja. Könnte ich ihn vielleicht irgendwo herkennen oder so? Aber hätte mir jetzt so genau habe ich es nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass er ihn vielleicht erzählt. Klar redet man drüber. Wenn jetzt irgendwas passiert ist, dann erzählt er mal eine Geschichte aus Aachen oder aus Dortmund oder keine Ahnung. Aber wäre ich jetzt nicht. Ja, ich meine, vor allem, wenn das ist ja komplett konträr zu Ihrer Vita. Ja? Er ist ja im Prinzip jedes Jahr gewechselt, vom Gefühl. Wäre das für Sie als Typ in Frage gekommen, auch in der Jugend schon mehrfach den Verein zu wechseln? Also in der Jugend auf jeden Fall gar nicht. Ich habe mich so wohl gefühlt beim 1. FC Köln und ich habe da erst gewechselt, wirklich, als wirklich gesehen habe, okay, jetzt geht es nicht mehr weiter und ich brauche einen Tapetenwechsel. Und jetzt bei Kaiserslautern fühle ich mich auch super wohl. Aber das Profigeschäft ist halt so, dass man bei manchen Spielern, die müssen halt jedes Jahr wechseln oder wollen jedes Jahr wechseln. Aber bei mir war es bis jetzt nicht in Frage gekommen. Was ist der Grund, warum Sie sich so wohlfühlen in Kaiserslautern? Ist das für Sie auch eine große Chance, sozusagen, ja, in den richtigen Fußball zu kommen, in den Fußball ab dritter Liga aufwärts und vielleicht noch weitere Schritte zu gehen? Ja, ich habe dem Verein jetzt viel zu verdanken. Ich habe Sprung in den Profibereich geschafft, wo ich meine ganze Jugend drauf hingearbeitet habe. Ich bin damals von der Regionalliga in die Oberliga hier abgestiegen und dann jetzt von der Oberliga dann direkt in die dritte Liga. Ich habe mega viel zu verdanken aber hauptsächlich die Leute drumherum auch, wer da alles arbeitet und durch das Praktikum auch, glaube ich. Es sind super Leute, die da rumarbeiten und deswegen fühle ich mich da super. Finde ich eine Riesensache, dass man so auch mal die andere Seite sieht, ne? Wie funktioniert ein Verein? Aber natürlich, klar, als Spieler gibt es Konkurrenz. Da ist in dieser Woche der nächste Transfer klar gemacht worden. Lukas Röser kommt, auch Stürmer, spielt eigentlich Ihre Position. Sagen Sie, die Arme sind offen, komm her, Lukas, ich zeig dir Kaiserslautern. Oder sagen Sie, Konkurrent mehr, wie gab es schon Kontakt, unterhält man sich, versuchen Sie ihm zu helfen, wie nehmen Sie das wahr? Ja klar, Kontakt war auf jeden Fall schon da, weil wir haben heute auch schon vorne zusammen drin gespielt. Klar, logisch, ja. Nein, aber es glaube ich weiß gar nicht, wann Donnerstag genau gekommen, glaube ich. Und wir haben ihn super aufgenommen. So gut wie möglich unterstützt, ihm gesagt, was da auf ihn zukommt und Konkurrenz belebt das Geschäft und es gehört dazu. Das heißt für mich, dass ich immer weiter hart arbeiten muss und es kann ja auch sein, dass wir zusammen vorne drin spielen. Heißt ja nicht, dass jeder alleine vorne drin spielen muss. Man muss sich jetzt die Woche wieder beweisen und war ja auch vorher schon so. Also wir haben ja auch Bjarnason und Thiele, die normalerweise vorne drin spielen. Bjarnason wird jetzt auch wieder zurückkommen, also da ist ordentlich Konkurrenzkampf. Und Sie werden sich alle immer besser kennenlernen im Laufe der nächsten Tage und der nächsten Wochen. Kleiner Sidestep und die Frage auch zu den Duellen Lautern gegen Waldhof passend. Sagen Ihnen die Namen Klaus Schlappner, Günther Sebert noch was? Trotz Praktikum auf der Geschäftsstelle. Ja. Ja, das sind aber Legenden, Trainer und Spieler, vor allem beim Waldhof. Aber Sie kennen natürlich zwei, auf die wir jetzt schauen. Schau mal, ob wir das Bild gerade da haben. Die beiden erkennen Sie noch, ne? Wahrscheinlich, oder? Ja, der eine Jürgen. Auf jeden Fall, der Metz. Ganz genau, Gunter Metz und Jürgen Kohler. Ja. Das Bild ist natürlich ein bisschen älter, ne? Jürgen Kohler, Weltmeister 1990. Ja. Genau. Die beiden sind im Mittelpunkt unserer nächsten Geschichte. Die beiden haben sich richtig packende Duelle geliefert. Waldhof gegen Kaiserslautern und auch umgekehrt. Das war, als ich in den Herrenbereich gewechselt bin. So alt war wie Sie jetzt, Christian Kühlwetter. Da waren das wirklich gigantische Duelle, faszinierende Spiele. Und auf die Duelle 86-87 schauen wir jetzt mit Jürgen Schmidt. Der Betze brennt immer, wenn die Waldhofbuben kommen. Ein Derby, in dem es knistert. War eine Spannung, ja, natürlich ein Stück weit mehr, weil einfach die Region das Ganze gelebt hat. Du hast schon gemerkt, es ist was Besonderes. Ja, vielleicht waren das nur ein paar Prozent, die du da mehr rausgeholt hast. 7 Jahre Derbys in der Bundesliga. Hitzige Duelle auf Augenhöhe am Betzenberg.
War ein sensationelles Gefühl. Ich glaube, es war eine einzigartige Atmosphäre damals. Dann hat man ja immer gesagt, ja, in Kaiserslautern, da gibt es keine 90 Minuten, sondern da geht ein Spiel mindestens 100 Minuten. Und es war in der Tat oft so. Der Stern vom späteren Weltmeister Jürgen Kohler geht bei Waldhof auf. Der legendäre Trainer Klaus Schlappner macht ihn groß. Kohler, der Mann aus Lambsheim mit den zwei Herzen in der Brust. Ich bin sogar eine Hausgeburt. Also ich bin wirklich in der Pfalz geboren, bin echt der Pfälzer. Und darauf bin ich auch ein Stück weit stolz. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich als kleiner Bub mal davon geträumt habe, sogar mal einen Aufsatz da geschrieben habe, dass ich irgendwann mal in Kaiserslautern spielen werde. Leider ist der Traum nie in Erfüllung gegangen. Jürgen Kohler und Gunter Metz sind auch dabei in diesem legendären Spiel im September 1986. Aljewi auf Harald Kohr. Vier Gegner um den früheren Trier herum. Der dreht sich, schießt das 1:0. Eine glänzende Einzelleistung von Harald Kohr. Fritz Walter zum 1:1. Jürgen Kohler, Gaudinho. Und wieder Kohler, der nach seinem glänzenden Einstand in der Nationalmannschaft hier ein wunderschönes Tor macht. Zum 1:2, ein tolles Tor von Jürgen Kohler. In der Zeit wurden Abwehrspieler noch daran gemessen, dass er einen Stürmer aus dem Spiel nimmt und nicht unbedingt, dass er darüber hinaus noch viele Tore macht. Aber auch das zeichnet ihn aus. Gut, den konnte er nicht sehen, der war so hart geschossen, der ging dann in den Winkel. Also der war eigentlich unhaltbar. Gerry hat zwar immer gesagt, es gibt keinen Unhaltbaren, aber... Trotzdem glaube ich schon, dass der einfach genau gepasst hat. Gerry Ehrmann verletzt sich nach einem Tritt von Kalle Bührer. Lauterns Chor wird vom Platz gestellt und die Roten Teufel wenden das Spiel. Eine gefühlvolle Flanke auf den Kopf von Dieter Trunk. Und da ist das 2:2. Jürgen Kohler verliert den Ball. Das haben ja zwei Herzen in meiner Brust geschlagen. Also von daher kann das schon mal passieren. An Jürgen Groh, Majewski und Aljewi. Aljewi, der immer noch die Kraft zu einem Sprint hat. 89. Spielminute vor Bayern Schön. Und das 3:2 für den ersten FC Kaiserslautern. War natürlich nicht gewollt, aber das hat er dann einfach auch gut gemacht. Und das muss man dann auch anerkennen. Lautern gewinnt 3:2 am Betzenberg. Im Rückspiel in Ludwigshafen ist Jürgen Kohler gelb gesperrt. Und es ist der Tag des Gerry Ehrmann. Für mich war das einer der Top-5-Torhüter in der Bundesliga zum damaligen Zeitpunkt. Also es war nie ganz angenehm, wenn der Gerry halt mal rausgekommen ist, dann hat es halt schon mal gescheppert. Er hat dir als Mitspieler sehr gutes Gefühl gegeben, weil du genau wusstest, hier, da, der ist da. Wenn er gebraucht wird, ist er da. Dass die Stürmer schon auch gesagt haben, oh, muss schon ein bisschen aufpassen. Ja, sag mal, versuch nicht irgendwie ihn vielleicht groß auszuspielen oder vielleicht noch eine Tötche vor ihm zu machen. Ja, das wird er nicht gut bekommen. Also diesen Ruf hat er, den hat er sich erarbeitet. Ehrmann hält 2 Elfmeter, wird hier im Nachgang doch noch überwunden. Waldhofs Fritz Walter schießt 4 Tore an diesem kribbeligen Derbyabend. Lautern hat zwar mit 3:2 geführt, hier trifft Frank Hartmann. Derby-Sieger ist aber letztlich Waldhof Mannheim mit 4:3, wieder durch Elfmeter. Es war immer heiß. Man hat zwar mit allen Haken und Kanten gespielt, was erlaubt war zum damaligen Zeitpunkt, aber es war nie unfair. Und wir hatten richtig Spaß hier im Studio, vor allem weil Gerry Ehrmann natürlich wirklich in Aktion war. Wie erleben Sie Gerry Ehrmann ja, im täglichen Training? Ja, fast genauso. Aber das glaube ich nicht. Nein, er ist ja selber nicht mehr im Tor. Nein, aber was er mit den Torhütern macht, wie er sie pusht und alles, das ist schon extrem. Und er hilft den Torhütern wahnsinnig, wie man jetzt auch sieht, wie viele Torhüter er rausbringt. Und jetzt wieder mit Lennart Grill, ein super Torwart. Und ja. Und er ist einfach ein super Typ. Wer kommt dem Spielertyp Ehrmann eigentlich am nächsten beim aktuellen FCK? Oder gibt es die einfach nicht mehr? Gibt es die Jungs so nicht mehr, die so hingehen? Aber ich meine, man wünscht sich ja manchmal, dass so die ganze Truppe ein bisschen gepusht wird. Das hat er ja schon geschafft. Klar, es gibt schon Spieler, die mal aus die Haut gehen und die Mannschaft mitzieht und richtig pusht und alles drum und dran. Und ja, ich will auch von mir behaupten, dass ich auch mal so vorangehe und sage, okay, Jungs, jetzt... reißt euch zusammen und jetzt müssen wir das Ding noch drehen und alles. Und ja, und Gerry ist halt auf eine andere Art und Weise was ganz anderes.
pushen in Richtung zweite Liga? Aufstieg ist das realistische Ziel oder wie würden Sie es bewerten jetzt nach den Spieltagen? Wir wollen auf jeden Fall richtig gut abschneiden und als SFC Kaiserslautern hat man immer das Ambitionen für den Aufstieg und wir wollen auf jeden Fall unser Bestes dafür tun, dass es klappt. Und Sie bleiben da in Kaiserslautern? Es gab ja Anfragen wohl von Zweitligisten, auch aus Heidenheim unter anderem, aber das ist jetzt durch das Thema und Sie konzentrieren sich voll auf den FCK. Ich konzentriere mich voll auf den FCK. Es kommt eine Frage hier von Tim Dobelmann, der bei uns hier zu Gast ist. Der eine oder andere kann ja hier eine Frage gerne einreichen. Was ist dein Lieblingsverein nach Kaiserslautern? Ich hier. Erster FC Köln. Ach ja, gut, wenn man in der Kölner Jugend gespielt hat, eine selbstverständliche Antwort. Ja. Aber wir wollen jetzt auf zwei schauen, die mit Kaiserslautern sehr eng verbunden sind. Erstmal auf einen Mann, der eine Sportart erfunden hat, das schauen wir uns später an. Die Sportart allerdings wollen wir uns zumindest mal bildlich näher anschauen. Heddies. Heddies, das hat tatsächlich ein Mann aus Kaiserslautern, René Wegner, erfunden. Da wird auch mal kostümiert gespielt. Macht richtig Spaß, eine Riesenidee. Und die Sportart hat einen unglaublichen Erfolgsweg hinter sich. Das schauen wir uns später an. So macht man das als Kapitän. Und wir schauen auf Bilder von der Weltmeisterschaft, wie angekündigt haben, im Heddies. Heddies, werden Sie sagen, was ist das denn? Nun, das werden wir Ihnen jetzt gleich zeigen. Die Sportart, da sehen wir schon, wird mit dem Kopf gespielt. Und ist in Kaiserslautern erfunden und groß gemacht worden. Die Weltmeisterschaft in Kaiserslautern natürlich, wo sonst? Schließlich lebt dort René Wegner. Wie kam es dazu? Wie ist er drauf gekommen? Welche Ideen hatte er und wie läuft das Ganze inzwischen sogar weltweit richtig erfolgreich? Wie hat er das in die Gänge bekommen? Stefan Keber über René Wegner. Dies ist die Geschichte von René Wegner. Sie hat etwas mit Marketing zu tun, mit Lebensgefühl. Und, ja, auch mit Sport. Im Schwimmbad war es vor einem Dutzend Jahren. Da hatten er und seine Kumpels einen großen Ball und eine Tischtennisplatte. Das war die Geburtsstunde des Heddies. Es ist natürlich nicht nur eine reine Sportart, sondern es gehört viel außenrum dazu. Das heißt, es ist immer Musik mit dabei, es sind immer Leute, es geht auch immer vor allem um die Leute, die das machen. Man sieht den Leuten an. Auch wenn man den Sport ernst nimmt, man kann Spaß dabei haben. Das ist ja auch das Wesen von Trendsport. Aus der fixen Studentenidee ist heute ein Unternehmen mit Sitz in Kaiserslautern geworden, geführt von René Wegner. Teil des Geschäftsmodells, Franchise-Partner und Turniere auf allen 5 Kontinenten. Die Verantwortung für die Mitarbeiter liegt bei ihm. Es gibt natürlich Drucksituationen, die jeder mitmacht in über 10 Jahren. Ne? Aber die Leichtigkeit ist immer da, weil es mir immer noch Spaß macht. Auf den Sportmessen dieser Welt hat er Preise eingesammelt. Die stehen auch in seinem Büro. Besonders gefreut hat ihn ein Preis für soziales Engagement. Er hat Spenden gesammelt und ist mit seinen Freunden nach Brasilien geflogen, hat in Waisenhäusern und sozialen Brennpunkten Heddies-Platten gebaut. Ich hatte schon oft die Idee zu zeigen, dass man mit Heddies viel mehr machen kann und mit wenigen Mitteln sehr viel erreichen kann. Das haben wir auch in der Domrep gemacht, haben da auch Partner, die das dann weiterführen. Das macht uns immer sehr viel Spaß. Wir gehen jetzt nach Südafrika zum zweiten Mal und man braucht nicht viel, um ermöglicht Kindern irgendwie Sport zu machen, die es sonst nicht machen können. Das ist wichtig. Wobei es seit wenigen Wochen etwas gibt, was noch wichtiger für ihn ist. Mit Marga, Spanierin und zweifache Heddies-Weltmeisterin, hat er Bruno in die Welt gesetzt. Das Top-Ergebnis in Sachen Heddies sozusagen. Wo ist der Tadi? Dass er irgendwann mal sieht, was Heddies ist und wie gut die Mama Heddies spielen kann und dass der Papa es erfunden hat. Das ist natürlich ein Traum. Ob er jetzt spielt oder nicht, das ist mir eigentlich ganz egal. Er kann machen, was er will. Das hat Papa schließlich auch getan. So hat er gerade den neuen Weltmeister geehrt. Nur Olympia wäre noch eine Steigerung. Heddies wäre nicht die erste Trendsportart, die es dahin schafft. Ich will gar nicht, dass es olympisch wird, wenn man Olympia immer mit einem großen Stadionbau verbindet oder mit einem Dopingskandal. Da ist Heddies einfach viel ehrlicher und viel olympischer als die Olympischen Spiele selbst. Deswegen brauchen wir das nicht. Er hat offenbar eine ganz eigene Vorstellung von seinem Sport. Aber die hat er ja auch von seinem Leben.
Oder gibt es sonst wo noch einen erfolgreichen Jungunternehmer in Sachen Sportmarketing, der seine Doktorarbeit fertig in der Schublade hat und dem es egal ist, wie sein Chefsessel aussieht? Die Sessel sehen wir uns besser aus. Aber zum Abschluss gratulieren wir dem Trierer Richard Schmidt zur Titelverteidigung bei der Weltmeisterschaft mit dem Ruderachter in Linz. Großartig, herzlichen Glückwunsch. Wir bedanken uns bei unserem Studiogast, bei Christian Kühlwetter vom 1. FC Kaiserslautern. Erster Studiobesuch überhaupt. Und wir weisen darauf hin, nächste Woche SWR Sport schon 21.45 Uhr. Tschüss, schöne Woche. Christian, und? Danke dir. Sehr gut gemacht. Nervös gewesen heute Abend, oder?